Sieben todsichere Strategien, um auch den letzten Kunden aus dem Möbelhaus zu verscheuchen. Ein etwas ironischer Artikel. Wenn Sie dagegen allergisch sind, schauen Sie das hier nicht. Verkaufsprozesse werden überschätzt. Sie bedeuten harte Arbeit und Konzentration. Man muss tatsächlich darüber nachdenken, was man tut. Die eigenen Verkaufsfähigkeiten zu verbessern, kann anstrengend sein. Warum also viel Aufwand betreiben, sich einen Prozess zu überlegen und hart arbeiten, wenn man auch alles ganz individuell machen kann? Was ist also zu tun? Glücklicherweise sind die meisten Möbelverkäufer schon ziemlich gut darin, Kunden zu verjagen. Nennen wir es eine Begabung. Aber warum sollte man das nicht noch besser machen? Hier erfahren Sie die seit Jahrzehnten getesteten sieben Strategien, um die wenigen Kunden, die Möbelhäuser zurzeit noch haben, zügig aus dem Haus zu jagen. Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Strategien Spaß machen und einfach umzusetzen sind. Viele werden Ihnen vielleicht ganz natürlich erscheinen und Ihnen bekannt vorkommen. Sie erfordern allesamt wenig Nachdenken und fast keine Anstrengung auf beiden Seiten, weder beim Verkäufer noch beim Kunden. Nach diesem Video werden Sie sich vielleicht erstaunt sagen, warum sind wir nicht schon viel früher darauf gekommen? Sie übrigens verkaufen so bestimmt nicht, sonst würden Sie meine Videos nicht schauen. Die folgende ironische Analyse des normalen Möbelverkäufers wird Ihnen daher bestimmt gute Laune machen, denn Sie heben sich davon bestimmt wohltuend ab. Also, hier sind sie, die sieben todsicheren Strategien, um bald ohne Kunden dazustehen. Erstens, der wichtigste Schlüssel besteht darin, zu vermeiden, überhaupt einen Verkaufsprozess zu definieren. Merke, was du nicht hast, musst du auch nicht verbessern. Über kurz oder lang werden sie so ihr Ziel erreichen, sämtliche Besucher zu Seeleuten abzustempeln und sie dazu bringen, ohne eingehende Beratung das Haus zu verlassen. Denken Sie daran, wie viel Zeit zum Rumstehen und Schnacken mit den Kollegen Ihnen das schaffen würde. Zweite Strategie. Weigern Sie sich, irgendetwas über Verkauf zu lernen. Verkaufen ist doch einfach. Da gibt es doch nicht viel zu lernen. Was soll's? Sie haben doch 10, 20 Jahre Erfahrung und wissen, wie man mit Kunden umgeht. Die Besucher wollen sowieso alle nur schauen. Lassen sich bloß nicht darauf ein, über Ihren Verkaufsprozess nachzudenken und sich eine neue Strategie zu überlegen. Das ist doch alles viel zu theoretisch, lautet der Schlachtruf der Lernunwilligen. Sie haben doch Ihre Erfahrung. Die waren zwar meistens negativ, aber das bestätigt Ihr Kundenbild. Die Kunden werden immer schlimmer, ist eine super Ausrede, wenn man weiter das tun will, was nicht funktioniert. Lernen ist keine gute Verwendung Ihrer wertvollen Arbeitszeit. Langweilen Sie sich lieber mit den Kollegen auf der Verkaufsfläche. Dritte Strategie. Halten Sie unbedingt an Ihren eingefahrenen Vorurteilen fest. Das erspart die Anstrengung des Nachdenkens. Alte, bewährte Glaubenssätze sind prima. Sie wollen doch nicht entweder Ihre Komfortzone verlassen. Also behalten Sie unbedingt folgende Glaubenssätze bei. Die Kunden wollen sowieso alle nur schauen. Wenn der Kunde reinkommt, sehe ich doch schon auf die Entfernung, ob er nur schauen will oder ob er kauft. Ich muss dem Kunden nur lange genug Ware zeigen, da wird er sich schon irgendwann für was entscheiden, wenn das Richtige dabei ist. Meine Aufgabe ist es, dem Kunden alles zu zeigen. Dann muss der Kunde eine Entscheidung treffen. Der Kunde läuft doch sowieso durch 4 bis 5 Möbelhäuser. Und wenn wir das erste Haus sind, habe ich doch keine Chance. Der Kunde hat doch sowieso schon vorher entschieden, ob er etwas kauft oder nicht. Und mein Favorit, jeder Kunde ist anders. Daher muss ich jeden Kunden anders behandeln. Ganz individuell. Eine weitere Ausrede oder Glaubenssatz. Bei dieser Wirtschaftskrise, bei Corona, bei der wenigen Frequenz, bei dem Wetter, bei den Benzinpreisen, kann doch sowieso niemand was verkaufen. Wenn Sie diese Glaubenssätze beibehalten, werden Sie niemals Verantwortung für Ihren Erfolg übernehmen müssen. Wenn Sie schon nichts verkaufen, dann ist es doch einfacher, die Schuld auf andere zu schieben. Besonders, wenn diese sich nicht wehren können oder wenn wir sie gar nicht beeinflussen können. Wie zum Beispiel die Politik, die Wirtschaft, das Wetter, die Kollegen, der Chef und so weiter. Vierte Strategie. Erfinden Sie das Rad für jeden Besucher unbedingt neu. Machen Sie es spannend. Lassen Sie sich bloß nicht auf so etwas Langweiliges ein wie einen klaren, wiederholbaren Verkaufsprozess. Nur weil die Kunden immer gleich reagieren, müssen wir doch noch lange keine Strategie entwickeln, oder? Wo bleibt denn da der Spaß? Wo bleibt der Individualismus? Strategie Nummer 5. Lassen Sie dem Kunden lange Leine. Beobachten Sie aus respektvoller Entfernung und kontaktieren Sie möglichst von hinten oder am Gehen mit einem fröhlichen: Kann ich Ihnen helfen?
So dürfen Sie, wie in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier, dieselben Szenen durchleben. Der Kunde antwortet brav, ich möchte nochmal schauen, und Sie dürfen im besten Falle hinterher dackeln. Dieser Ansatz funktioniert nachweislich gut, um einen wirklichen Kontakt zu verhindern. Nutzen Sie ihn also. Übertroffen wird diese Technik noch von der Ansprache, Sie kommen doch zurecht. Hier sagt der Kunde in 99% der Fälle endlich mal Ja zu uns. Wir freuen uns und können uns wieder dem Austausch mit den Kollegen zuwenden. Dieser Ansatz ist ideal, wenn ein Chef schaut und wir einen Kontakt vortäuschen müssen. So können wir ihm dann beruhigt erklären, Chef, die wollten nur mal schauen, was diesen auch nicht glücklicher macht. Aber trotzdem hat diese Erklärung einen wichtigen Platz im täglichen Regentanz von Führungskräften und Verkäufern im Möbelhandel. Siebtens. Wenn der Kunde wirklich mal eine Frage hat, erzählen Sie ihm alles, wirklich alles, was Sie wissen über Möbel. Zeigen Sie ihm nach dem Zufallsprinzip Modelle, bis dem Kunden die Augäpfel bluten. Reden Sie dazu über Möbel, bis er Tinnitus bekommt. Hier können wir als mittelständische Verkäufer glänzen. Schließlich überleben wir wesentlich länger als die armen Schweine bei den gesichtslosen Großflächen und Ketten und haben daher Ahnung von der Ware. Dieses Wissen kippen wir nun ungehindert dem wehrlosen Kunden über den Kopf. Merke, Kundenausbilder ist mittlerweile ein Beruf. In unserer Branche traut sich ja kaum noch jemand, sich Verkäufer zu nennen. Wir sind ja alle Berater. Der Kunde reagiert auf diese Informationsflut garantiert überfordert und behauptet, am helllichten Tage schlafen gehen zu wollen. Geschafft! Wir wollten ja auch sowieso gerade nach Hause. Sie, lieber Kunde, verkaufen so bestimmt nicht. Sonst würden Sie meine Videos nicht schauen. Das sollte Ihnen also gute Laune machen. Denn diese 7 Strategien, die habe nicht ich erfunden, sondern sie wurden mir von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Möbelverkäufern, die ich in den letzten 20 Jahren betreuen durfte, erzählt. Das ist also da draußen normal. Ihre Aufgabe ist nur, sich davon abzuheben.